Wir haben direkt noch eine weitere Eilmeldung, die ich für so wichtig erachte, dass ich einfach nicht bis nachher bis zum Vlog drauf warten will, da mit euch drüber zu reden. Deswegen legen wir direkt los. Es gibt nämlich was Besorgniserregendes aus Frankreich. Während nun Land auf, Land ab immer mit dem Finger auf Weißrussland gezeigt wird, gemahnt wird, how dare you, wie können die denn da die Pressefreiheit einschränken, scheint das bei unserem Nachbarn Frankreich fast schon ein bisschen unter dem Radar gelaufen zu sein, denn es hat ganz schön lange gedauert, bis es überhaupt mal medial thematisiert wurde. Nun haben zum Glück sowohl die Berliner Zeitung als auch NTV und einige andere darüber berichtet, denn Macron bzw. dessen Innenminister, das scheint so ein bisschen Hand in Hand zu gehen, scheint vorzuhaben, mittels eines ominösen globalen Sicherheitsgesetzes, da sollten auch die Alarmglocken angehen, denn in den letzten Monaten erleben wir das traurigerweise zuhauf, dass Freiheitsrechte, Grundrechte, Bürgerrechte massiv eingeschränkt werden mit ganz dubiosen Begründungen. Mal Zombie-Seuche, mal irgendwas anderes. Es wirkt so, als würden sämtliche Regierungen auf dieser Welt all das gerade aus der Schublade holen, was sie eigentlich schon immer haben durchpeitschen wollen, aber bisher es nicht hinbekommen haben, zum Glück nicht hinbekommen haben. In Frankreich geht das Ganze nun an die Spur weiter, denn man greift ganz frontal die Pressefreiheit an. Also im Prinzip so eine richtige Breitseite in Richtung Pressefreiheit, wogegen zum Glück bereits demonstriert wird. Es gab nun am Wochenende und auch letzten Dienstag schon zahlreiche Großdemonstrationen in allen möglichen französischen Städten. Mehrere Zehntausende waren auf der Straße, darunter viele Journalistenverbände, auch viele Prominente haben Macron angemahnt, das doch bitte zu unterlassen, dieses Gesetz nicht zu verabschieden. Denn was steht drin? Man möchte die Verbreitung von Foto- und Filmaufnahmen von Polizeibeamten im Dienst untersagen. Die will man nicht nur untersagen, da möchte man auch noch eine Strafe drauf ausschreiben, nämlich 45.000 Euro und ein Jahr Gefängnis. Angeblich soll es dazu dienen, die seelische und körperliche Unversehrtheit der Beamten zu wahren. Die Sache ist nur, wie sieht denn das in der Realität aus? Abgesehen davon, dass das Wahren einer angeblichen Unversehrtheit unfassbar schwammig ist, das kann im Prinzip alles und gar nichts sein, das kann jeder auslegen, wie er gerade Lust drauf hat. Abgesehen davon heißt es im Klartext, Macron und sein Innenminister scheinen offensichtlich auf Biegen und Brechen verhindern zu wollen, dass gewalttätige Polizeiangriffe, Polizeieinsätze dokumentiert werden. Und das haben wir... Ja, was heißt zuletzt? Zuletzt stimmt ja nicht. Das haben wir ja ganz, ganz großflächig bei den Gelbwesten-Protesten gesehen. Da ist die Polizei in Frankreich ja auch ganz massiv brachial vorgegangen. Das gleiche jetzt bei den Anti-Zombie-Seuchner-Maßnahmen-Protesten. Auch in Paris sind 10.000 auf die Straße gegangen. Auch in anderen französischen Großstädten haben gegen Macrons Politik demonstriert. Und auch aus Paris gab es Livestreams. Auch aus den Livestreams in, auf den Livestreams in Paris hat man gesehen, wie die Polizei teilweise mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen ist. Das wurde zum Glück dokumentiert, sonst hätten wir das gar nicht mitbekommen. Und nun wirkt es so, als würde das einem Herrn Macron und Konsorten nicht so gut schmecken. Denn statt sie öffentlich und kritisch hinterfragen, wie kann das sein, dass da auf oft auf friedliche Demonstranten losgegangen wird, stattdessen stellt man sich hin und möchte eben jenes Anfertigen von Bildern auch für Journalisten verbieten, bei Strafandrohungen von über 40.000 Euro und einem Jahr Gefängnis. Das ist absolut krank, dass man über sowas redet in Mitteleuropa. Wir gucken andauernd nach Weißrussland, der böse, böse Lukaschenko, der die Journalisten da nicht arbeiten lässt. Wenn das aber ein Macron nebenan tut, dann dauert das wochenlang, monatelang, bis es hier überhaupt jemand mal mitbekommt. Konkret bezieht sich das auf den Artikel 24 des angeblichen Sicherheitsgesetzes. Und mittlerweile kam sogar eine EU-Rüge. Das hätte ich der EU-Kommission gar nicht zugetraut. Ihr wisst ja, Frau von der Leyen und so weiter und so fort. Der traue ich auch nur so weit, wie ich sie werfen kann. Aber selbst die EU-Kommission rügt Frankreich und fordert auf, die Pressefreiheit unbedingt zu wahren. Die Sache ist, wenn das in Frankreich durchgewunken ist, wird ein Teil davon ist bereits am Freitag in der Nationalversammlung bestätigt worden. Ist noch nicht komplett durch, die erste Lesung erst, aber ein Teil davon ist wohl bereits angenommen. Wenn dieser Unsinn, wenn dieser Irrsinn durchgeht, dann ist jede Berichterstattung auch für Demonstrationen und Ähnlichem praktisch nicht mehr möglich. Denn man kann hier immer damit argumentieren, aber wir müssen ja die Beamten schützen, deswegen ist das jetzt illegal, was der Journalist macht und dann verbieten wir einfach das Berichten über beispielsweise massive Schieflagen bei irgendwelchen Polizeieinsätzen. Genau das, was wir in Deutschland ja auch sehen. Hier will es noch keiner verbieten, noch nicht, kommt vielleicht noch, aber auch hier erleben wir auf jeder Demonstration, ich habe es beim Boris im Stream gesehen, oder auf fast jeder Demonstration, massive Übergriffe auf friedfertige Menschen, die irgendwo stehen oder sitzen, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die teilweise ja sogar verhindert werden sollen, dass man es aufnimmt. Das hat zumindest der Boris so ein bisschen mitbekommen, dass er da abgedrängt wurde, dass ich da vor ihn gestellt wurde und sowas. Das habe ich jetzt selber noch nicht erlebt, aber ich habe es ja in seinem Stream gesehen.
Auch hier scheint man in einigen Fällen nicht unbedingt zu wollen, dass das so die große Runde macht, dass die Öffentlichkeit das erfährt. In anderen Fällen wird wieder darauf geachtet, dass man da gut draufhalten kann. Das ist immer sehr unterschiedlich. In Frankreich soll aber das, was aktuell akut notwendig ist, nämlich das einfach raufhalten, dokumentieren, zeigen, was passiert, das soll nun unter Strafe gestellt werden. Da müssen wir gar nicht mehr nach Osteuropa gucken, da müssen wir gar nicht mehr nach China schauen. Da reicht es zu unserem Nachbarn, ein westeuropäisches Land, eine angebliche Demokratie. Da reicht es dorthin zu schauen und sich wahrscheinlich auch ein Stück weit seine Gedanken machen zu müssen. Wie lange dauert es denn, bis anderen ebenfalls auffällt? Moment, die Proteste, die werden irgendwie jetzt doch ein bisschen zu groß. Die Gewalt von Seiten der Staatsbeamten, man kann jetzt nicht verallgemeinern, nicht alle sind gewalttätig. Das ist ganz klar. Es gibt auch Polizisten, die finden das nicht gut, was einige Kollegen abliefern. Es gibt Polizisten, die würden da wahrscheinlich selbst liebend gern entsprechend dagegen agieren, wenn sie sowas mitbekommen. Also da kann man jetzt nicht pauschal sagen, die ganze Polizei ist böse und gemein, das ist Schwachsinn. Aber es gibt nun mal massiv gewaltbereite Beamte, auch in Frankreich, auch in Deutschland, auch in vielen, vielen anderen Ländern. Und das Dokumentieren von deren Übergrifflichkeiten, das soll nun verboten werden. Bedeutet, dass wohl sämtliche Livestreams, die auf französischen Demonstrationen angefertigt werden, sofern das durchgewunken wird, dass sämtliche Livestreams theoretisch illegal wären und jeder, der entsprechend streamt, um zu zeigen, was ist, um den Menschen in Europa, auf dieser Welt mitzuteilen, was passiert gerade in Frankreich, dass all das bald illegal ist. Denn man kann sich ja dann darauf berufen. Ja, da ist aber jetzt ein Polizist erkennbar, das könnte ja seine seelische Gesundheit gefährden. Bullshit. Ich fürchte, das dient einfach nur dazu, die Presse in kritischen Bereichen mundtot zu machen. Denn bei welchen Themen kommt man denn überhaupt in den Bereich, einen Polizisten zu filmen? In aller Regel bei Demonstrationen. Da ist ganz viel Polizei anwesend, da gehört es halt einfach ein Stück weit dazu, dass man da im Bild auch mal einen Polizisten sieht, kann man nicht ändern, ist halt eine Demonstration. Das heißt, wenn auf einer Demonstration 10.000 auf die Straße gehen, da 2 Polizisten durchlaufen, könnte es schon ausreichen, damit es illegal ist, eben jenes Geschehen zu dokumentieren, weiter zu senden und dafür zu sorgen, dass die Menschen erfahren, was nun zu dem Zeitpunkt in der und der Stadt passiert. Möglicherweise, weil Macron Angst hat, dass auch der Unmut in seinem Land wächst. Ihr habt es ja mitbekommen, immer mehr Menschen haben keine Lust mehr auf die Drangsalierung, immer mehr Menschen begehren auf, immer mehr Demonstrationen. Und ein Stück weit oder einer der essentiell wichtigen Faktoren dabei ist die Berichterstattung. Das heißt, man kann demonstrieren, so viel man will. Solange es die Menschen außerhalb nicht mitbekommen, solange es die Menschen in anderen Städten, in anderen Ländern nicht mitbekommen, dann kann man sich das ein Stück weit sparen. Das bedeutet, man lebt teilweise davon, dass die Geschehen dokumentiert und weiterverbreitet werden. Und da scheint Macron bzw. dessen Innenminister gerade ja mit der Schere ran zu wollen, diese Verbindung zu kappen, um mutmaßlich dafür zu sorgen, dass eben nicht mehr erreichbar ist, dass eben nicht mehr mitgeteilt werden kann, wie viele sind denn gerade in Frankreich auf der Straße, was passiert denn da? Einfach, dass ein Stück weit Pressearbeit unmöglich gemacht wird. Ich finde es einfach krass, wo wir mittlerweile angekommen sind. Und ich fürchte, man kann mittlerweile schon Wetten abschließen, wie lange es dauert, bis in Deutschland jemand auf so eine Idee kommt. Einfach um mutmaßlich zu verschleiern, was denn für Ungeheuerlichkeiten hinter den Kulissen abgehen.